It's winter time und da habe ich drei Ausrüstungsgegenstände, die ich dir vorstellen mag, die ich gern habe, damit es mir warm bleibt. Und wenn du wissen willst, was das ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rani Rostmann vom Survival Shop Problemscon. Schön, dass du dabei bist. Ja, drei Ausrüstungsgegenstände, die ich im Winter sehr, sehr gern habe. Ich meine, die Haube jetzt, diese billige Eigenwerbung, Tasmanian Tiger Haube, von der rede ich jetzt gar nicht. Das ist eh ganz klar. Gibt es übrigens auch in meinem Shop, aber ich mag dir was anderes vorstellen. Und zwar das Teil hier, das habe ich schon einmal in einem Video vorgestellt. Das habe ich jetzt schon sehr, sehr lange im Einsatz. Und zwar, es tut mir leid, dass das so Tarnfarbe ist. Ja? Ich habe es nicht anders gekriegt, aber es ist einfach so. Ja? So. Ich mag diese Teile, nämlich einerseits, ich habe gleich einmal einen Halsschutz. Wenn es wirklich so richtig windig und grausig und kalt ist, dann ist dieses Vlies extrem angenehm. Ist toll. Ich habe es auch im Schlafsack mit dabei, und zwar nicht mit den Füßen, sondern natürlich oben. Und zwar in den Schlafsack soll man ja nicht reinatmen. Ne? Das kennst du ja sicherlich, weil dann wird es da drinnen so richtig gatschig und grausig und dann friert es vielleicht an irgendwelchen Stellen. Also es ist unangenehm. Aber jetzt wirklich rausschauen. Wenn es wirklich kalt ist mit minus 10 Grad, wenn das ganze Gesicht draußen ist, zum Beispiel ein Mumienschlafsack, das ist auch unangenehm. Und da habe ich zum Beispiel so, dass ich mir den hier so ganz schön eng stelle und dann zum Beispiel, und das ist jetzt dann gleich der nächste Punkt, ein Tuch noch einmal, also einen Schemack-Schal, ja, noch mit irgendwie dazuleg, ja, in den ich dann reinatme. Dann wird der eisig, dann wird der grausig, das kann man dann am Feuer wieder relativ einfach, oder wenn man kein Feuer hat, dann halt am Körper irgendwo wieder enttauen. Das ist so eine Möglichkeit. Ich weiß, die ist nicht allzu toll, aber was Besseres ist mir noch nicht eingefallen. Damit hier mein Gesicht nicht einfriert und die Nase nicht einfriert und solche Dinge. Also dieses Teil hier. Und das ist multifunktional. Das heißt, du kannst es doch hergeben und das als reines Kopftuch, also als Halstuch verwenden. Das funktioniert super, aber das macht relativ viel, ja, Volumen. Das heißt, es ist dann teilweise nicht möglich, die Jacke zuzumachen. Also das ist der Nachteil dabei. Aber sonst, ich habe das schon einmal vorgestellt, ich mag das sehr gerne. Oder eben nur so, da schaut man dann vielleicht ein bisschen komisch aus, aber soll so sein. Dann habe ich von Fail Raven, das gibt es übrigens auch bei mir im Shop, billige Eigenwerbung, gebe ich da unten den Link. Das ist ein reines Halstuch. Und da ist der Vorteil, dass ich mir das erstens auch einmal da so rübergeben kann, wenn man sich vermummen will. Ja? Aber was eigentlich viel interessanter ist, da ist ein kleiner Gummizug. Das macht hier an dieser Stelle so richtig schön zu. Da geht es ein bisschen weiter nach unten. Das heißt, das kann man auch entweder innen oder oben, also unter der Kleidung oder über der Kleidung tragen. Und dann habe ich auch ein schönes Halstuch. Ja, und kann aber meine Jacke noch zumachen, damit hier nichts reinzieht und damit es auch hier warm bleibt. Also manche Leute können das überhaupt nicht leiden, wenn es am Hals warm ist, aber ich mag das extrem. Also mir ist das wichtig, ich habe immer irgendwas umhängen, jetzt wenn es zu kalt ist und Schnee und so weiter. Und weil beim letzten Video Leute gefragt haben, ist der Schnee echt, hat es bei euch gestellt? Ja, das ist keine Computeranimation, sondern das ist richtiger Schnee, ja. Nicht aus der Tiefkühltruhe. Also da brauche ich das schon. Es hat minus 3,5 Grad aktuell. Also das merkt man schon. Also ich zumindest. Ich stehe auf einen warmen Hals. Und dieses Teilchen hier, ja, wie gesagt, gibt es bei uns im Shop. Ist, gebe ich zu, nicht ganz günstig, ist aber wirklich sehr, sehr hohe Qualität und ist sein Geld auf jeden Fall wert. Gut. Und dann natürlich den guten alten Schemack-Schal. Bei dem habe ich aber folgendes Problem, im Winter zumindest, dass das Baumwolle ist. Das heißt, wenn ich da jetzt recht schwitze oder wenn das nass wird, dann ist das ein das ist im Sommer super zum Kühlen, ja, am Kopf oder so irgendwo. Aber im Winter ist diese reine Baumwolle nicht die Nummer 1. Ja, daher, weil ich habe ihn jetzt dazu genommen, weil er halt einfach eine Standardausrüstung ist, in welcher Farbe auch immer. Gibt es natürlich auch bei uns im Shop, das ist eh ganz klar. Aber bedenk halt, dass er für den Winter, mir ist kalt, muss ich gleich dazu sagen, im Winter halt die Baumwolle ein Killer ist. Wenn du Baumwollkleidung hast und nass wirst, die zieht dir Wärme raus ohne Ende. Also das ist ein bisschen ein Nachteil dabei. Aber ich will jetzt natürlich den guten alten Schemack-Schal nicht schlecht machen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sowas hier, das hat ein bisschen ein größeres Volumen, ja, als zum Beispiel dieses kleine Teilchen hier von Fail Raven, das habe ich leider nicht im Shop, da habe ich nichts Passendes gefunden, aber gebt da den Link auf Amazon, wo ich es gekauft habe. Hat natürlich aber den Vorteil, dass ich dann auch wirklich richtig schöne Sturmhaube habe, oder wenn du nur etwas für den Hals brauchst, dann in die Richtung.
Das war's. Ich mag dir jetzt um etwas bitten, und zwar, wenn du Kommentarschreiber oder Schreiberin bist, bitte schreibe uns einen Kommentar, was du so als Winterausrüstung hast, nämlich für den Hals. Ja? Was verwendest du da? Ein Schimmackschal, ein Seidenschal oder was es da auch immer gibt. Das ist immer sehr, sehr interessant aus dem Grund, warum? Weil dann unterschiedlichste Ausrüstungsideen kommen, die für mich natürlich, interessant sind, weil ich dann natürlich schon genau nachschaue, was könnte das sein, und das recherchiere und gegebenenfalls auch in einem Video vorstelle. Aber auch für all die anderen, die sich für sowas hier interessieren. Gut. Kommentar bitte schreiben, auch was du von dem hier hältst und was du von Fellreben hältst und wie du das siehst mit Baumwolle oder Synthetik hier, weil die beiden, die sind synthetisch, und im Winter deine Erfahrungen, das wäre irrsinnig toll. Ein Daumen nach oben oder nach unten, ein Abo bitte, das wäre auch cool. Da geht's in den Shop. Also entweder für die Kappe. Ja, das weiß ich noch nicht, was ich da eingeben werde. Oder für das Fellreben-Teil, ich weiß es noch nicht ganz genau, sind auf jeden Fall coole Dinge. Da an das Video zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst, dein René Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.